Hallöchen und zurück bei unseren süßen kleinen Dinosauriern. Wie ich jetzt gerade gesehen habe, habe ich vorher noch überhaupt nicht entdeckt. World One, Welt Nummer 1. Wenn wir jetzt hier diesen 20. Level geschafft haben, oder die 20. Stufe des ersten Levels, ob wir dann in die Welt 2 kommen? Ich weiß es nicht. Werden wir ja gleich sehen. So, Moment, wo geht's? Ne, hier geht's weiter. Moment, was war das? Ach, Quatsch, was mache ich denn da? Nee. Hier geht's weiter, so. Level 20, oho. Unknown. Something big is coming. Irgendwas Unbekanntes Großes kommt. Okay, so. Also, wir haben hier schon unseren Freezer. Wir haben schon 5 Melonen. Wir können hier schon mal einen Laser reinhauen. Der bringt uns da noch. Wir können den Laser auch hier reinbauen. Ja, wo bringt er uns denn am meisten? Also ich denke fast. Moment. Eigentlich ist doch einfach 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, wir können uns direkt einen Laser holen, den hier reinsetzen und dann haben wir hier eine 7er Reihe. Da haben wir ja eh schon den Freezer. Dann setzen wir hier einen Shooter rein. Okay. Wie man sieht, bei diesem Level kann man zum Beispiel keinen zurück. Ah doch, man könnte einen Zurückschicker hier reinsetzen. Also, diesen hier, ne? So, was habe ich gesagt? Wir brauchen auf jeden Fall einen Laser. Und einen Shooter, den nehmen wir sowieso immer. Hier könnte man noch einen schönen Tesla reinsetzen. Der würde auch schön mit dem Freezer harmonieren. Okay. Gut, dann haben wir hier hinten gar nichts, ne? Könnten hier noch ein Freeze und einen Shooter. Freeze und Shooter. Okay. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Das jetzt hier weitergeht. It's dead vicious and his band of compies. Ich sollte mir erstmal einen kleinen hier abwandern. Ich glaube, ich brauche relativ bald einen Shooter, damit diese kleinen Viecher hier irgendwie kriege, ne? Was wollte ich hier? Wollte ich nicht kleinen oh, wie man hier sieht, eilig. Ja, hier brauchen wir unbedingt einen Tesla. Unbedingt brauchen wir einen Tesla. Weil der ist. Der Tesla ist ja eigentlich die Bosse. Also so ist es in anderen Tower Defense Spielen. Im Prinzip, der Laser bringt nicht wirklich so wahnsinnig viel her gegen den. Wahrscheinlich hätte ich. Ich hätte mal den TNT nehmen sollen. Den TNT hätte ich mal nehmen sollen. Ich frage, ob wir als nächstes wollen wir uns die Freunde. Ah, der Tesla macht ihm aber schon zu schaffen. Wieder eine Mütze geben hier. Moment, ist es auf die Nase oder ist es auf mein Fell?
So, einen noch, um die Freunde zu holen. Zack. Und jetzt die Freunde hierher. Hey. So, wir haben den Boss-Dinosaurier umgelegt. Dann schauen wir mal. Level 20. Nein, Level 100. Aha, Outfit unlocked. Also, ich darf mich jetzt so anziehen. Oh, wunderbar. Because something you just have to rebel against something. Man sollte auch lesen können. Because sometimes you just have to rebel against something. Even barbecues. Also, weil man manchmal einfach gegen irgendwas rebellieren muss. Manchmal sogar gegen Barbecue. Gegen Grillen. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich habe jetzt eine Errungenschaft eingeschaltet. Das kam hier gerade hoch. Dann. So, mal schauen, was passiert denn. Aha! Dann schauen wir mal, was wir uns hier so Schönes erzählen. Dinos! Dinos! Und sie jagen unseren Grill. Defend our barbecue. Schön. So, und jetzt? Aha. Level 2.1. Hot Rex. Medium speed and very strong. Also mittlere Geschwindigkeit und sehr stark. Lashes out, because he's sensitive about tiny arms. Lashes, was heißt ausschlagen oder was heißt das? Ach, oder der Oberkörper geht hin und her, vielleicht soll das das heißen. Weil er sehr empfindlich ist über seine tiny, seine kleinen Arme. Todd Rex. Okay. So, und üblich, gucken wir mal. Kein Laser. Aha. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel am Anfang jemanden hinstellen. So. Also eigentlich, das ist so eine kurze Strecke hier. Eigentlich wäre das prädestiniert wieder für einen Zurückschicken. Aber da kann ich nur einen hier hinsetzen. Das ist die einzige Möglichkeit. Also auf einen dieser drei Felder. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Das wäre, hier könnte man langsam. Das muss ich echt mal überlegen hier. Wahrscheinlich sollten wir hier ein Icy hinmachen. Ja, doch. Wir brauchen Laser hier. Hier ein Icy. Da noch ein Icy. Laser. Ein Zurückschicker. Shotgun. Also, was habe ich hier gesagt? Laser, Eis, Eis. Irgendwo brauchen wir. Achso, was wollte ich? Den wollte ich. So, Freunde brauchen wir immer. Der wird schon ein paar Mal vorkommen, deswegen nehmen wir noch kein TNT. Tesla. Noch eine Shotgun. Ich weiß es nicht so recht. Also wahrscheinlich ist der ja auch... Ach, was wollte ich denn? Den haben wir ja. Nehmen wir mal den noch. Den setzen wir dann hier unten hin. So als Last Resort. Weil ich nicht weiß, ob das gut ist. Hier rüber. Und Laser. Zack. Batteries charged. Laser so. Is go.
brauchen wir möglichst schnell einen. Weil die sind relativ fix. Ice, baby. Oh, das war jetzt mal gar nicht schlecht, ne? Das war. Das war wirklich invite only. Und zurück. Kann ihn nirgends hinsetzen. Das war ja jetzt ganz blöd. Das ist ja blöd. Und die Shotgun habe ich nicht. Ach du. Kriegst die Tür nicht zu. Ich würde mal sagen, habe ich mich doch ganz schön verballert hier. Eine Shotgun habe ich auch nicht. Freunde haben wir auch schon, aber ich brauche die fast nicht. Ich brauche die fast nicht mehr. Jetzt mal hier kümmern. So, wo ist denn mein... Das ist irgendwie ziemlich doof. So, eigentlich brauche ich den gar nicht mehr holen hier. Jetzt müssen wir die Freunde einsetzen. Nein! Die Freunde! Aha! Und wir haben unsere Schnitzel. Sergeant Quickshot. Looks like Stump Gunner got a promotion to Rapid Fire. Also, das ist unser Shotgun. Nur ist er ein bisschen schneller. Heißt das jetzt hier 1 oder das ist 7, ne? Das würde die amerikanische 7? Na gut, jetzt gucken wir mal. Das sehen wir dann hoffentlich gleich, wenn wir jetzt hier gucken. Ja, das wird eine 7 sein, ne? Und keine 1. Leider. Okay. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir schon. Oh ja. Also der ist jetzt so wenig haben wir hier, dass wir auf jeden Fall unseren Zurückschicker brauchen. Und den können wir vielleicht hier rüber setzen. So. Oder? Vielleicht setzen wir ihn auch ein bisschen früher. Ui, hier kommt aber eine ganze Menge Viechzeug. Da müssen wir wahrscheinlich auch. Das ist nicht so einfach, was wir jetzt hier machen. Also, den brauchen wir. Ja, den brauchen wir. Laser brauchen wir in diesem Fall nicht. Ich denke, wir brauchen eine ganze Menge von. Was ist eine ganze Menge? Den Shotguns. Vielleicht brauchen wir so einen. Also die zwei Freezer, die waren schon nicht so schlecht. Na gut, okay. Ja. Zack. Setzen wir denn unseren Sergeant hin? Hier. Ach du Schande! Es war aber. Was hat der hier? Also, das hat schon mal nicht so gut angefangen, ne?
Ach, jetzt habe ich ja schon wieder. Na, ich wollte doch hier. Jetzt habe ich mir wieder alles verbaut. Ich wollte doch, dass der zurückkommen kann. Oh, oh. Ja. Also das war. Ich glaube, den Level, den werde ich gleich normal machen müssen hier. Eigentlich ist er natürlich viel zu früh, dass ich hier wieder zurückgehe, aber. So. Ich meine. Freunde im Einsatz! Oh, nur noch ein Schnitzel! Mit einem Schnitzel haben wir uns noch in die. Hui! Über die Runden gerettet. Das habe ich gerade die Maus losgelassen. Dabei kommen doch hier noch die Gold-Dukaten geflogen. Ja. Also das war jetzt nicht so der Hit hier. Aber gut. Aha, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Das sehe ich jetzt erst hier. Da ist ungefähr. Na, aber eigentlich nicht direkt was damit. Oder? Na doch. Also, wie das jetzt so abläuft. Jo. Ich denke, dann reicht es jetzt wieder für den Augenblick und ich mache mich nochmal wieder daran, diese Videos aufzubereiten und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.